Das Skitourengehen hat sich mittlerweile zu einem Freizeit-Trendsport entwickelt, was nicht nur bei Gästen, sondern auch bei Einheimischen immer größere Beliebtheit findet. Aber es gibt natürlich auch einiges zu beachten, wenn man eine Skitour macht. Und bei mir ist es der Andreas Witting vom Lechtal Tourismus und die haben sich dazu ganz was Besonderes einfallen lassen. Also Andreas, wenn man heute eine Skitour plant, dann sollte man unbedingt einiges beachten. Ein wichtiges Kapitel dabei ist die Sicherheit. Genau, Sicherheit steht bei uns absolut im Vordergrund. Neben dem Freizeiterlebnis ist Sicherheit eines der wichtigsten Punkte, die wir den Teilnehmern beibringen möchten. Und da ist euch vom Lechtal Tourismus ganz was Besonderes eingefallen. Ihr habt da jetzt sogenannte Lechtaler Skitourentage ins Leben gerufen. Wie läuft das Ganze ab? Die Lechtaler Skitourentage sind schon länger im Lechtal Tourismus im Gespräch, da das Lechtal selbst ein absolutes Eldorado für Skitourengeher ist. Es gibt drei verschiedene Packages zu buchen, vom 16. bis zum 23. Januar. 7 Tage, 4 Tage und 2 Tage Package. Package, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da alles integriert bzw. inbegriffen? Es geht grundsätzlich darum, dass die Teilnehmer lernen, die Lawinensituation zu erkennen, Lawinen, Beeps, Schulung machen, die Ausrüstung kennenlernen. Dazu haben wir auch absolut namhafte Partner mit im Boot. Wenn man jetzt da dabei sein möchte, wo muss man sich anmelden? Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite des Lechtal Tourismus unter www.lechtal.at. Das heißt quasi, es ist Übernachtung alles geboten. Man kann von bis, das heißt für die Einheimischen, die können lediglich die Skitourentage buchen und eine tägliche Anreise machen, bis hin zu den Übernachtungen in den Partnerhotels des ganzen Lechtals. Die Touren jetzt selbst, für welche Personengruppen ist diese geeignet? Von wann bis wann? Uns war es ein großes Anliegen, dass wir von jung bis alt, von unerfahren im Skitourengehen bis hin zu den Profis alles abdecken. Wie schaut es jetzt mit der körperlichen Kondition aus? Ich kann mir ja vorstellen, auch da sollte man gewisse Voraussetzungen mitbringen. Sehr wichtig ist, dass man eine Grundkondition hat und dass man vor allem sicher auf den Skiern steht. Aber wir wollen ein breites Spektrum bieten, von Anfänger bis zu den Profis. Das heißt im Klartext, man sollte schon Skifahren können. Skifahren ist wichtig, dass man es kann, ja. Wie läuft das konkret ab jetzt? Es gibt mehrere Fachvorträge, Spezialisten, die sich um die Lawinenkunde, um die ganze Sicherheit kümmern. Es ist der Deutsche Alpenverein, der Österreichische Alpenverein mit dabei, um eine perfekte Ausbildung für Anfänger bis hin zu Profis zu erlangen. Generell jetzt zu den Veranstaltungen. Sicherheit ist ein Thema, was sehr zum Ausdruck gebracht wird dabei. Ja, wir wollen eigentlich zeigen, das Lechtal ist mit Skiliften begrenzt und ein absolutes Eldorado im Skitourengehen. Das Lechtal wollen wir aufbauen über die Jahre zu einer Skitourendestination mit hoher Qualität. Um das Ganze ein bisschen unseren Zuschauern schmackhaft zu machen, die Touren selbst jetzt, wo führen die überall hin? Ja, es gibt Anfängertouren. Wir starten mit Basisausbildung, Theoriekursen und gehen dann je nach Lawinensituation verschiedenste Täler an, beziehungsweise verschiedenste Berge an. Das kann von der Kogelseespitze bis über die Engelspitze sein. Das wird aber je Tag neu entschieden. Wie schaut es jetzt mit der Ausrüstung aus? Wir haben namhafte Partner mit im Boot. Diese stellen uns die Leihausrüstung kostenlos zur Verfügung. Man kann testen, man kann sich ausprobieren, um das richtige Material zu finden. Und das Ganze wird natürlich auch begleitet von einem Guide sozusagen. Genau, Lechtal Tourismus hat eine enge Partnerschaft mit Lechtal Guiding. Das sind die professionellsten Guides des Tiroler Lechtals, die die Teilnehmer durch den Tag führen und ihnen wertvolle Tipps und Tricks beibringen, um sicher Skitouren zu gehen.
Wie schaut es denn jetzt damit aus, unterwegs Pause, Einkehrschwung, wenn man das so sagen kann beim Skitour gehen? Ja, ist alles mit dabei, nur die Party mussten wir leider Corona-bedingt absagen. Dafür gibt es Bildvorträge, wir achten sehr auf die Sicherheit, es gilt eine 2G-Regelung. Wir haben jetzt von Andreas Witting zu den Lechtaler Skitourtagen allerhand Neues erfahren, interessante Veranstaltung, kann ich nur sagen. Und auch wir von RE1 werden die eine oder andere Veranstaltung mit Sicherheit dort oben im Lechtal mal besuchen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal und Servus.